Yeah, da bin ich wieder. Hallo, meine lieben Tesla-Freunde, Freunde der E-Mobilität, Aktienfreunde, Vermögensinvestitionsfreude, Freunde. Ja, es ist mir eine Freude, euch zu sehen und in eure gespannten Augen blicken zu dürfen, eure Gesichter. Ja, ich sehe euch hinter den Bildschirmen, das wisst ihr. Gestern war ich Käsegebäck essen mit zwei Raststattern. Ja, müssten ja auch gegessen werden, diese Sachen. Heute nehme ich das Video noch einmal auf, was ich gestern aufgenommen habe, zu meinem Vermögen, Investitionen. Trigger war ein Artikel in alleaktien.de, da komme ich gleich darauf. Da gehen wir genau mal durch in die Investition in erneuerbare Energieaktien. Sehr interessant. Eigentlich wollte ich nur darüber das Video machen, aber ich mache jetzt ein komplettes Video über meine gesamte Vermögensinvestition, was ich habe. Updates, ich habe schon Videos gemacht dazu Anfang des Jahres. Ich brauche euch nicht verlinken, weil es ist eigentlich hinfällig. Ein Update von jetzt und ganz am Anfang der Disclaimer, das sind meine persönlichen Investitionen, die zu mir passen. Ich bin 56 Jahre alt, ich bin selbstständig, ich habe seit 10 Jahren, zahle ich in keine Rente mehr ein, keine öffentliche Rente. Ich muss mich um meine Altersversorgung selber kümmern, eigentlich 80% oder ja, eigentlich sollte sich jeder um seine Altersversorgung kümmern, auch die Angestellten. Ja, also bei mir ist es ein bisschen was Besonderes, weil ich kann überhaupt kein Geld vom Staat erwarten. So ein bisschen aus Holland bekomme ich eine kleine Rente, ich bekomme ein bisschen aus Deutschland, aber das ist nicht der Rede wert. Und wer weiß, in 10 Jahren oder in 11, 12 Jahren, wenn ich überhaupt Rentenansprüche habe, ob ich da was habe, keine Ahnung. Deshalb gehen wir mal in meine Vermögensaufteilung rein, prozentual natürlich, ja, will mich ja nicht ganz nackig machen, außer natürlich Tesla Model S, machen wir nackig, das filmen wir dann auch, Video verlinke ich mal hier, für Leute, die mal geklickt haben wegen Aktien, also es geht ja auch vor allem um E-Mobilität auf diesem Kanal, ja, ich sehe gerade, kommen mehr rein, ach ja, ich bin immer wieder abgelenkt, ja. Also Disclaimer war klar, sind keine Empfehlung für euch. Es ist mein persönliches Investment. Ihr macht das nach eurem Gutdünken. Ihr informiert euch vorher sehr gut, in was ihr investiert. Dreht den Pfennig zweimal um, dreht die Aktie zweimal um, überlegt es euch gut. Nicht hektisch agieren, wir haben Zeit. Aber jetzt legen wir mal los. Erstmal allgemeines Vermögen bei mir. Dann Blick auf allgemein, wie meine Aktien aussehen. Ich habe ein paar eingeblendet, ein paar ausgeblendet. Warum werde ich auch während des Videos erzählen. Wir werden in den Blogbeitrag von alleaktien.de reinschauen, erneuerbare Energienaktien. Und dann, ja, denke ich mal, werden wir ein rundes Video haben, was vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geht. Ja. Viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Ich werde ein Update bringen regelmäßig zu diesen Themen. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch mehr interessiert. Ja. Also ihr werdet im Laufe dieses Videos werdet ihr auch einige Fragen haben. Schreibt unten rein, ich werde sie beantworten. Und wenn es sehr viele Fragen sind, werde ich vielleicht sogar ein Video machen, Kommentare kommentieren, Video. Steigen wir ein. Vermögensaufteilung. Das Fach Immobilien ist blau und habe ich ausgeblendet. Null. Weil ich möchte die vermietete Wohnung verkaufen. Und ich habe einen Kredit noch, den will ich abtilgen. Aber der Kredit ist wesentlich kleiner als der Verkaufserlös. Das heißt, ich habe daraus Restbestände bar. Habe ich jetzt mal als Barbestand hier reingerechnet. Ich habe meine eigene Immobilie rausgerechnet. Die habe ich noch in dem letzten Video drin gehabt. Aber nachdem ich von Markus Elsässer ein sehr interessantes Buch gelesen habe zu dem Thema, der sagt, in die selbstgenutzte Immobilie bleibst du ja drin wohnen. Das heißt, der Wert dieser Immobilie lass doch mal aus deinem Vermögen raus. Weil du wirst die ja nicht verkaufen wollen. Außer natürlich vielleicht in ganz schlechten Zeiten, dann könnte ich die vielleicht verkaufen hier. Aber wir wollen das ja nicht, ja. Und dann vielleicht ins Wohnmobil ziehen oder in den Tesla Cybertruck, keine Ahnung. Aber Immobilien habe ich jetzt mal rausgenommen. 28% meines Vermögens ist deshalb in bar. Sehr großer Betrag. Viele sagen ja, der Euro geht kaputt, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Zeit hin. Deshalb ist es für mich eine sichere Sache. Dieses Bar ist verteilt auf viele, viele sichere Bereiche, die auch keine Negativzinsen bis jetzt haben, allerdings auch keine positiven Zinsen, also so relativ neutral. Dann aufgrund der unsicheren Zeiten und ja, des wackeligen Geldsystems, man sieht ja,
der Repo-Markt in den USA ist gerade ziemlich aufgewühlt. Ja, da ist die Banken trauen sich in den USA schon nicht mehr untereinander, sich Geld zu leihen. Schwierig. Deshalb ist für mich persönlich so eine, weil ich auch ein gewisses Alter habe, eine gewisse Sicherheit haben muss, habe ich einen Teil des Vermögens in sichere Häfen, vermeintlich sichere Häfen reingeführt, unter anderem Gold und Silber physisch, wobei ihr braucht mich nicht besuchen zu Hause, das ist überall auf der Welt verteilt. Da will ich jetzt aber nicht so genau drauf eingehen, weil ich glaube, da muss man so ein bisschen auch noch für sich bleiben. Ja. Kann jeder sich selber, muss sich jeder selber informieren. Ich komme im Laufe des Videos noch ein bisschen auf den einen oder anderen Posten zu sprechen. Gold und Silber, also dann der Bitcoin als nächstes. 5% im Bitcoin, das wird noch ein bisschen ausgebaut werden, wobei ich da auch den Bitcoin in verschiedenen Formen haben werde. Als Partizipationszertifikate, als physischen Bitcoin auf Ledger gespeichert, in einer Wallet. Also der ist auch überall verteilt, dass wenn mal irgendwo was ausfällt und ich nicht zugreifen kann, dass ich vielleicht dann nur noch ein Ledger habe oder ja, oder irgendwie eine Wallet, wo ich das dabei habe. Da gibt es ja auch eine schöne Kreditkarte mittlerweile bei Coinbase. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Man hat sein Bitcoin-Konto und man kann mit Coinbase, mit dieser Kreditkarte Visa ist es, bezahlen und dann werden Bitcoins abgebucht. Tolle Sache. Wie gesagt, das ist für mich ein Wertspeicher. Ich will jetzt keine Bitcoin-Diskussion haben hier. Für mich ist das der unabhängige Wertspeicher in digitaler Form. Dann Gold- und Silberaktien, ist ein recht großer Betrag, 10% momentan vom Vermögen, wird heruntergefahren. Ich suche mir Aktien aus, wir wollen jetzt auch nicht auf die Details eingehen, es sind 2-3 Aktien, glaube ich, drin nachher, die ich euch zeigen werde. Ich gucke mir immer an, wie schürfen diese Leute, ist das einigermaßen umweltverträglich, weil es ist eine große Sauerei im Großen und Ganzen, Gold und Silber zu schürfen. Und da gucke ich schon ein bisschen drauf, dass da nachhaltig gearbeitet wird. Dann ein wichtiger Punkt für mich sind die Dividendenaktien. Jetzt sind das hier mit 9% drin. Das wird auf jeden Fall ausgebaut. Das ist mein Ziel, ein großes Portfolio zu haben an Dividendenaktien. Ihr werdet sehen, ich schiebe das nachher mal rein. Das sind mittlerweile schon ganz viele Positionen, ich glaube 25, die ich da mir schon aufgebaut habe. Aber das soll noch viel mehr werden. Frei nach der, wie heißt die Börsenoma? Wo ist das Buch? Beate Sander. Der Aktien- und Börsenführerschein, hat sehr viel Geld gemacht in der Zeit, wo die Aktien günstig waren. Kann ich empfehlen, breit gestreut, nie bereut ist ihr Motto. Nach diesem Buch wähle ich auch meine Dividendenaktien aus. 9% in meinem Portfolio. 7% sind die Wachstumsaktien, werden auch ausgebaut. Das sind Aktien, werden wir nachher auch mal einen Blick drauf werfen. Wir gucken überall ein bisschen rein heute, ja. Wo ich ein starkes Wachstum erwarte. Dann habe ich noch die Rürup-Rente, da habe ich jetzt die Besparung gestoppt, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich Geld bekommen werde, wenn ich 67 bin. Ist ein ganz schöner Batzen schon drin, aber lassen wir mal so stehen. Dann habe ich in Holland noch eine kleine Rente. Was heißt klein? Ja, ist auch schon ganz ordentlich bespart worden, von damals von meinem Arbeitgeber. Und dann habe ich noch eine Lebensversicherung, genau. Das war eine Direktversicherung, habe ich schon angefangen vor 30 Jahren, immer schön klein ein bisschen reinsparen. Läuft weiter, denke ich, okay, die löse ich jetzt auch nicht auf, ich lasse die einfach mal so. Ich bin auch nicht so extrem pessimistisch, was alles angeht. So, es gibt ja sehr viele pessimistische Meinungen auf dieser Welt. Ich meine, es könnte durchaus weiterlaufen. Ne? Gut, springen wir mal rein. Ich schiebe jetzt euch mal, ihr seht das immer im Hintergrund noch ein bisschen so, den Jonathan und den Michael von alleaktien.de, da kommen wir dann gleich drauf, aber erst nochmal zur Übersicht von meinen Aktien, vielleicht nochmal, machen wir mal die Dividendenaktien, die schiebe ich jetzt mal rein, hätte ich vielleicht machen sollen in der Zeit, wo ich drüber gesprochen habe. Ihr seht jetzt hier, dass jetzt zum Beispiel mit 14% die Wheaton, das ist ein Streaming, Gold-Silber-Streaming-Firma in Kanada, die selber nicht schürft, aber die investiert in Gold- und Silberminenaktien, Gesellschaften zum Schürfen und berät die auch und die haben Experten sitzen. Die haben auch eine gute Dividende, deshalb habe ich sie jetzt hier bei Dividendenaktien drin, ist eigentlich so ein Zwitter, aber ich wollte die eigentlich langfristig halten. Gehen wir mal noch durch ein paar andere Aktien durch, jetzt einfach weil ich jetzt über Dividendenaktien gesprochen habe. Passt vielleicht nicht ganz ins Thema zu erneuerbaren Energien, aber wir werden die eine oder andere vielleicht sehen.
Ich habe ein paar gehidet sozusagen, versteckt, weil ich will nicht zu viel jetzt gerade erstmal preisgeben. Ich will auch noch ein paar andere Videos machen zu anderen Themen, werden wir dann sehen. Zum Beispiel PetMed Express, hier 5%. Ja, das ist eine Kette, das ist ein Versender in USA für Medizin, für Tiermedizin. Stark wachsend, gute Dividende. Kellogg habe ich investiert, weil die sehr stark wachsen im Bereich vegane Burger. Sind der Marktführer in den USA, haben auch eine gute Dividende. Secunet Security, auch ein Dividendenzahler, Sicherheit, Internetsicherheit. Aber die machen auch die ganzen Passagen in den Flughäfen, wo man mit einem Reisepass durchlaufen kann und automatisch gesichtscannt und so. Riesiger Markt, Wachstum ohne Ende, denke ich mal. Dann investiere ich auch in Lebensmittel oder auch in Gesundheit. Zum Beispiel Smith Klein Beecham in England, sind auch jetzt ein bisschen schwach gewesen in letzter Zeit. Wegen Brexit, und denke ich mir, okay, man muss auch Aktien kaufen, wenn sie am Boden liegen, wenn sie dahinter eine gute Firma steht, die mit einem guten Konzept, gute Dividende, ja. Rio Tinto kommen wir jetzt im Laufe des Videos gleich dazu. Dann habe ich zum Beispiel hier noch eine CenturyLink ausgewählt, eine Telekommunikationsaktie in den USA, ein Ausrüster für Telekommunikation. Ist auch ein großer Bereich, in dem ich investiere. Zum Beispiel Mobile Telesystems, ich mache das hier mit der Maus mal, 2%, ja, Mobile Telesystems ist ein russischer Anbieter von Telekommunikation, sehr gut aufgestellt, auch in den angrenzenden Ländern unterwegs, teilweise Marktführer, sehr gute Dividende, ja. Gut, nochmal kurz zurück, Weyerhaeuser ist ein amerikanisches Unternehmen, das sehr viel Wald besitzt und daraus auch nachhaltig Bäume anpflanzt und dann auch wieder abbaut, um die für den Hausbau zu verwenden. Amerika ist alles aus Holz gebaut. Was haben wir denn noch? Skywork Solution, ja auch, das ist zum Beispiel ein Halbleiteranbieter. Ja, also ein bisschen breit gestreut, nie bereut. Ne? Nach der Beate Sander nochmal hier. Fielmann, Gesundheitsaktie, Brillen. Ich habe jetzt keine Brille, müsste mal eine kaufen. Aber trotzdem, das ist ein wachsender Markt. Fielmann ist sehr gut aufgestellt, hat auch eine gute Dividende. Und E.ON kommen wir später auch dazu. Also erstmal so ein Blick. Ihr seht, ich bin breit aufgefächert. Das ist für mich Sicherheit. Ich suche mir gute Firmen aus, und die nachhaltig sind und die eine gute Dividende zahlen. Ich bin jetzt im Schnitt bei 6%, 5% Dividendenrendite. Ist natürlich schwankend. Wenn die Firma es nicht gut geht, dann wird die auch weniger werden, die Dividende. Aber für mich sind das Aktien, die halte ich einfach. Und auch wenn jetzt der Kurs fallen würde, würde ich die nicht verkaufen oder auch ja, höchstens aufstocken. Ja, weil ich auf die Dividende scharf bin. Ja. Gucken wir mal noch kurz auf die Wachstumsaktien. Ja gut, machen wir kurz die Gold- und Silberaktien rein. Ich habe viele ausgeblendet, wie gesagt, weil ja, es ist nicht alles wichtig, was glänzt hier für euch. Gold Money ist zum Beispiel eine kanadische Firma, wo die Gold verwahrt international, wo man eine Kreditkarte bekommt, wo man mit Gold-Äquivalent und Silber-Platin-Palladium-Äquivalent bezahlen kann. Könnte sein, dass ich die habe. Ja, ich habe ich auch. Ich habe da auch mein Gold teilweise geparkt. Ich habe eine Firma, die eine sehr gute Bilanz hat. Das ist die Sabina Gold und Silber Firma, die im Bergbaubetrieb ist. Und ich habe den Klassiker First Majestic Silber. Barrick Gold, hier nochmal ein kleiner Anteil. Und noch viele kleine. Die sind teilweise risikobehaftet, diese Unternehmen. Deshalb auch kleine Anteile in diesem Bereich. Aber darauf wollen wir jetzt mal nicht so sehr schauen. Okay, zu den Wachstumsaktien. Wie gesagt, das sind Wachstumsaktien für mich, die jetzt keine große Dividende zahlen, aber die in Bereichen tätig sind, die für mich Wachstumsbereiche sind. Und das ist so das Salz in der Suppe, aber ich beobachte die sehr genau, ob meine Annahmen stimmen und ob die wirklich auf dem Wachstumspfad sind. Da kann ich auch schon mal eine wieder rausschmeißen, da bin ich ein bisschen flexibel. Ja, und da ist auch Tesla drin, ne? Wie ihr sehen könnt. 17% meiner Wachstumsaktien ist Tesla. Kommen wir natürlich später auch dazu. Aber auch die Firma, für die ich arbeite, Celsius, ne? Ungefähr gleicher Anteil wie Tesla. Dann habe ich noch zwei Gesundheitsaktien, die Clinovel und die Evolution RX. Das ist eine Empfehlung von einem Börsenbrief, die im Bereich Gesundheit sehr aktiv sind. Hautkrebs und auch Krebsforschung bei der Evolution. Da ist auch die Warta drin, kommen wir auch später drauf. Ich habe eine China-Aktie, JD.com. Ich habe einen deutschen Titel, die Evotec, im Biotechnologiebereich. Und ich bin ein bisschen auf Cannabis. Village Farms ist jetzt ein Betrieb, der Gemüse anbaut, und zwar auch ökofreundlich. Und auch jetzt Cannabis und hat sehr große Anbauflächen. Und
die verdienen schon Geld, ja. Im Gegensatz zu anderen Cannabis-Firmen ist für mich die Village Farms, die habe ich jetzt gekauft, wo sie runtergefallen war, die war auch so ein bisschen im Hype drin, habe ich bis jetzt gekauft. Northern Bitcoin ist eine skandinavische Firma, die mit Wasserenergie, nee, nicht sagen wir Wasser, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall mit grüner Energie Bitcoin schürft. Einfach mal so, ja, ist so ein bisschen Risikokapital jetzt hier in dem Bereich. Jetzt gehen wir mal zum alleaktien.de. Ich habe mit dem Jonathan ein Video gemacht, das verlinke ich hier, über Tesla, wo wir auch sehr unsicher waren, wie die Tesla-Aktie sich entwickelt. Er war sich sehr sicher, dass sie nach oben geht. Er hat recht gehabt. Es ist im freien Bereich. Bei alleaktien.de gibt es einen freien Bereich, wo man kein Mitglied sein muss. Die verlinke ich euch auch mal den Artikel unten in der Beschreibungsbox. Könnt ihr draufklicken. Wenn ihr in den kostenpflichtigen Bereich reinkommt, habe ich auch noch einen Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch draufklicken, euch anmelden. Kostet einen kleinen Betrag. Seht ihr die kostenpflichtigen Beiträge von den beiden. Ist ein Referral-Link für mich. Kommt ein bisschen was rum für mich. Mal gucken, ich spende das dann, mache das dann öffentlich. Gut, erneuerbare Energien. Das war der Trigger eigentlich für dieses Video. Und das habe ich so lange ausgeholt und euch mein ganzes Vermögen gezeigt und über die Beate Sander hier erzählt. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Punkten. Erstmal, wohin geht die Reise? Wie gesagt, ich habe euch ja schon erzählt, ich mache Telekom ein bisschen. Habe ich über die russische Telekom-Aktie erzählt? Ich denke schon. Telekom mache ich, Ernährung, Gesundheit, darum auch Celsius. Gesundheit, Alter werden, Vielmann, erneuerbare Energien. Jetzt sind wir wieder im Tesla-Kanal. Also, ja, war ein großer Loop. Ich hoffe, ihr seid noch da. Dieser Artikel ist jetzt vom Jonathan geschrieben worden. Er ist mit dem Partner, mit Michael Jakob zusammen. Wirklich super Blog, sehr fundiert. Also, ich kann das nur empfehlen, dass ihr euch da mal reinklickt. Braucht jetzt erstmal gar nichts bezahlen, sondern nur mal gucken, was die denn so alles machen, die beiden. Wirklich toll. Gehen wir mal rein. Ich muss das ein bisschen rüberziehen, damit man das besser lesen kann. So. Oh ja, okay. Man konnte mit erneuerbaren Energien in der Vergangenheit viel Geld verbrennen. Ihr seht jetzt den Chart von SolarWorld von 2005 bis jetzt. Und ihr seht, man hat sehr viel Geld, das ist logarithmisch sogar. Man hat sehr viel Geld verbrennen können und heute auch noch. Also es sind bestimmt viele Firmen da, die sich da tummeln, die durch Verdrängung, ja, kaputt gemacht worden sind. Deshalb schwieriger Markt. So. Gleichzeitig, und das sieht man jetzt erst in letzter Zeit, das wird hier analysiert, seit 2010 schieben sich so Wind, Solar und andere erneuerbare Energien so in diesen Primary Energy Consumption Chart rein, also die weltweite Energiekonsum. Klar, dass die Firmen im 2000 noch keinen Gewinn machen konnten, aber jetzt fängt so langsam an, dieses Feld zu wachsen, auch aufgrund der letzten politischen Aktivitäten von Greta und Co. Ist das auch, meine ich, ja, wir haben einen Klimawandel, ja, das kann man nicht wegdiskutieren und da sind wir uns alle einig und wir müssen alles tun, um dagegen zu steuern, auch wenn das jetzt nicht in unserer Macht stünde, egal. Auch wenn es, ja, das Ergebnis wäre ja, dass wir weniger Verschmutzung haben, ja, wenn wir in erneuerbare Energien umschwenken. Allein deshalb, auch wenn es mir Leute sagen, ja, wir können überhaupt keinen Einfluss nehmen auf das Klima, mag ja sein, ja, ich kenne diese Meinung und teile diese Meinung teilweise, aber auf der anderen Seite sehe ich auch den menschgemachten Klimawandel durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Also wir müssen irgendwie einen Weg finden und dieser Weg, den beschreiten wir jetzt gerade. Dass der politisch teilweise schrecklich ist und dass wir dadurch ein System aufdoktriniert bekommen, was uns vielleicht nicht gefallen wird, das ist ein anderes Thema, ist aber nicht Thema dieses Kanals. Für mich ist das, für meine Person und auch für euch individuell jeden, ihr müsst halt gucken, dass ihr da durchkommt. Und ich denke, man soll sich dem Wandel, den wir da haben, nicht entgegenstellen, vor allem nicht, wenn man sein Geld investiert. Tatsache ist, immer noch sehr viel Öl und Kohle werden abgebaut und Gas. Ich bin auch bei Gas ein bisschen investiert, aber das ist jetzt auch nicht das Thema heute. Wir gucken in den Bereich der Renewables, okay? Gut, wir stellen fest, dass der Markt wächst, okay? Wichtig. Er wird auch nochmal genau erklärt, warum jetzt gerade jetzt
das Wachstum stattfindet, was ich eben so ein bisschen gesagt habe. Und jetzt kommen wir in den wichtigsten Bereich, okay. Und da bin ich den beiden, vor allem Jonathan, der den Artikel geschrieben hat, so dankbar, dass sie das mal richtig schön aufgedröselt haben und jetzt auch hier mal die Aktien vorgestellt haben. Die Top 5 Aktien im Bereich erneuerbare Energien. Klasse Sache, und zwar aufgeteilt in die Rohstoffe, den Bau von Anlagen, den Betrieb, die Übertragung und die Speicherung. Kontrovers werden wir das jetzt diskutieren, weil ich bin nicht aller Meinung, was hier steht, aber für mich hat das so getriggert, dass ich sehe drei Aktien, die ich selbst in meinem Depot habe. Ja? Und ich wollte schon über diese drei Aktien berichten und nehme das jetzt als Anlass, da mal genauer reinzuschauen. Ja, ich habe die Rio Tinto schon seit langem in meinem Depot, aus dem Grund, dass sie eine Dividendenrendite hat von 5,5% und ein Bergbauunternehmen ist. Ja. Die Windräder, die wir hier aufstellen, die brauchen alle Rohstoffe. Und man kann das nicht mit Käsekuchen, Käsegebäck, Teig backen oder sonst wie. Man muss Aluminium fördern. Und Rio Tinto macht das. Wir haben einen hohen Cashflow. Mal gucken, ich gucke mal hier in die andere. Ein bisschen was kann ich euch erzählen. Und zwar ist dieser kostenpflichtige Bereich von alleaktien.de. Die werden mir nicht böse sein, wenn ich hier so ein bisschen was erzähle von der Rio Tinto. Für mich wichtig ist, dass sie neben Eisenerz, Aluminium auch Kupfer fördern. Ja, das ist auch dieser Wachstumsbereich. Man braucht Kupfer für die Leitung von Strom, für die Motoren, für die Dynamos, für die Motoren sage ich jetzt mal so ganz allgemein, für die Trafostation, für die Ladestation, überall brauchen wir Kupfer. Also deshalb ist das für mich eine wichtige Sache. Ja, weshalb ich Rio Tinto gewählt habe, ist, dass sie den Kohleabbau radikal runtergefahren haben. Also sie sind kein Kohlebauunternehmen mehr. War für mich auch eine Voraussetzung. Und dass sie bei der Aluminiumgewinnung den Strom aus Wasserkraft gewinnen, also nicht aus Verbrennen von fossilen Energieträgern. So, das war für mich so die Trigger. Da gibt es bestimmt ein paar Bereiche, die nicht toll sind, aber ja, wir brauchen Rohstoff, ist einfach so. Deshalb habe ich mir die ins Depot gelegt. Mal gucken, was sie hier noch schreiben dazu. Könnt ihr euch selber alles durchlesen. Wie gesagt, ist im freien Bereich Kupfer, Aluminium, auch Lithium. Lithium fordern sie, glaube ich, auch ein bisschen, das steht jetzt hier drin, aber wenn man Lithium-Aktien kaufen will, muss man andere nehmen. Habe ich jetzt aber nicht. Ich habe keine Lithium-Aktien bis jetzt, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, wo ich da einsteigen soll. Gut. Jedes Windrad hat 3-4 Tonnen Kupfer und Aluminium und hunderte Tonnen an Stahl. Gut. Ist auch sehr schön gestiegen, ne? Seit Januar 2016. So richtig schön wie so eine Schnur gezogen, geht es da nach oben. Richtig dunkel geworden draußen sind dunkle Wolken. Ja, weiter. Sicheren. Ja, wichtig ist auch, dass man in sicheren Ländern abbaut, zum Beispiel Australien, Kanada und USA, wo wenig Korruption herrscht. Weil das ist dein Geld, was weggeht, wenn da geschmiert werden muss. Und das ist natürlich illegal und nicht sehr gut für die Bevölkerung. Deshalb, da gucke ich auch drauf, dass da möglichst wenig Schattenwirtschaft ist. So, Bau von Windkraftanlagen. Gut, er ist jetzt auf die Windkraft gestoßen. Hat jetzt hier Vestas ausgewählt. Ich bin da nicht investiert, noch nicht. Ist der Weltmarktführer für Windkraftanlagen. Es gibt die deutschen Nordex, die ein bisschen hin und her getrieben ist und auch nicht über den Berg ist mit dem Aktienkurs, meine ich. Auch mit der Firma, ein bisschen schwierig. Vestas wäre hier sein Favorit. Ja, dazu kann ich nur sagen, ich würde dann lieber auf Solar gucken. Ich hatte Solar Edge. Das ist der Wechselrichterhersteller aus Israel. Zweiter Marktführer meine ich sogar, erster oder zweiter Marktführer für den kleinen Wechselrichter an den Solaranlagen. Das wäre mein Favorit gewesen, ist aber schon ein sehr hohes KGV. Ich war mal drin investiert, bin wieder rausgegangen, habe auch gut Geld verdient gehabt. Bin mir jetzt so unsicher, ob ich da wieder einsteigen soll. Und dann haben wir noch Jinko Solar, ist eine chinesische Firma, die aber mittlerweile auch in den USA produziert, überall auf der Welt. Hat alle verdrängt, hat auch unsere Solar World kaputt gemacht, das ist die Jinko Solar. Ja, die kommen jetzt in den Break-Even rein und ich will aber die Aktien noch ein bisschen beobachten und weil es auch chinesisch ist und ich das irgendwie so nicht so ganz greifen kann, es wird ja richtig dunkel, habe ich jetzt so mir gedacht, ach, jetzt wird es wieder heller, aber nur mein Bildschirm dunkelt ab, ja, dass die Jinko Solar vielleicht eine Möglichkeit wäre zu investieren, aber meine Idee, bin ich investiert. So, dann kommt jetzt der Hammer. Also das heißt, wir sind jetzt in der dritten Liga hier. So, wir haben jetzt einmal die Rohstoffe, also Rio Tinto. Wie gesagt, Rohstoffe braucht man, ist
nicht geil, wie das abgebaut wird, bin ich voll dabei. Aber guck mal, hier sieht man mal diese Bagger. Es gibt ja so Abbauhalden, wo man in den runterfährt und dann den Abraum runterfährt und dann wieder leer hochfährt. Das wird teilweise schon mit elektronischen Fahrzeugen gemacht, mit Batterien, und dann rekuperieren die. Wir brauchen praktisch keine Energie. Wird auch bei Rio Tinto teilweise schon gemacht. Vestas haben wir gesprochen und die Alternative natürlich zu Solar. Jetzt kommen wir zu Brookfield, und da hat mich es auch wieder getriggert, weil ich habe diese Brookfield-Aktie auch schon seit einer Weile im Depot. Eben aus dem Grund, weil es eine grüne Aktie ist, ist eine amerikanische Aktie, ist 4,4% Dividendenrendite. Langfristiger Eigentümer und Betreiber von Wasserkraftwerken, Windparks, Solarparks und hat einen hohen stetigen Cashflow. Alternativen wären die RWE. Gefällt mir jetzt nicht so sehr, weil da noch viel anderes Zeugs drin ist. Die Nexstar Energy ist interessant. Encavis, eine deutsche Firma. Encavis ist bei mir auch auf der Watchlist. Ich habe eine Watchlist mit ungefähr, weiß nicht, 60, 70 Firmen drauf, die Dividendenrendite haben. Encavis ist ein Fall davon dabei. Wollen wir jetzt aber nicht näher drauf eingehen, könnt ihr selber googeln. Aber Brookfield bin ich investiert. Gehen wir mal kurz hier runter, was sie darüber geschrieben haben. Bam, bam. Ja, okay, ihr seht hier den Kurs von 2011 bis 2019. Ja, gerade in letzter Zeit hier schön hochgestiegen, und das kann natürlich noch weitergehen. Sehr gut. Gefahr natürlich ist, dass mal in den USA das Klima sich so stark ändert, dass vielleicht Wasserkraft weniger wird und Windkraft vielleicht auch gar nicht, oder ein Erdbeben kommt. Ist immer so eine Gefahr, wenn man so investiert in einem lokalen Bereich. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne? Übertragung des Stroms. Vierter Bereich, die E.ON. Habe ich schon eine Weile jetzt im Portfolio, seitdem sie auch Innogy übernommen haben. Das ist jetzt, glaube ich, abgewickelt. Sie haben keine eigenen Kraftwerke mehr, sie sind reiner Stromanbieter, Übertrager. Und das europaweit. Und das bin der sehr guten Dividendenrendite. Und ich denke mal, wenn ihr mal auf die E.ON-Seite geht, machen wir es nicht, das Video darf nicht gesprengt werden, ist schon gesprengt, dann ist das eine sehr moderne, interessante Sache. Und jetzt müssen sie nur noch Geld verdienen. Ich hoffe, sie kriegen die Kurve. Aber für mich ist das auch ein Basisinvest im Bereich Energie und auch erneuerbare Energien. Zum Schluss die Speicherung. Jetzt wird's spannend. Ich muss noch einen Schluck aus dem Wasserglas nehmen. Die Jungs gehen hier auf Power to Gas, Wasserstoff. Und für mich ist das klar, das wird kommen. Ich bin mir sicher, wir werden Wasserstoff in verschiedenster Form als Energiespeicher sehen. Nicht bei Autos, darüber wissen wir auf diesem Kanal Bescheid. Aber es gibt viele andere Sachen, Drohnen, kleine Sachen, große Sachen, Schiffe, also Wasserstoff wird kommen. Der Hamburger Hafen baut auch gerade Wasserstoff aus in ihrem Bereich. Und es gibt so verschiedene gehypte Aktien, zum Beispiel die Nel. Ich hatte die mal gekauft. Einer hat die abonniert bei mir wegen, weil ich Nel im Portfolio hatte. Ich hatte die mal bei 40 Cent gekauft und habe die bei 60 verkauft. Und jetzt ist die bei 70, war mal schon bei 1 Euro oder so. Aber die machen keinen Gewinn und ist ein Newcomer. Die machen die Elektrolyse, die Elektrolyseanlagen und auch die Wasserstofftankstellen. Ist nicht mein Favorit, aber wenn man über Wasserstoff nachdenkt und über Power to Gas, jetzt hier in dem Bereich würde ich die Air Liquid auf jeden Fall favorisieren, so wie jetzt hier auch der Jonathan. Das deutsch-amerikanische Pendant wäre die Linde gewesen, die hat aber ein KGV von 26 ungefähr höher bewertet. Die Air Liquide hat nur 20, hat auch eine bessere Dividendenrendite, 2% ist zwar nicht viel, aber das sind Firmen, die beschäftigen sich mit technischen Gasen schon seit Ewigkeiten, die haben die Infrastruktur, die machen nur so, dann bauen die Wasserstofftankstellen oder Wasserstoffinfrastruktur, wenn es benötigt ist. Die sehen das vielleicht auch etwas differenziert, so wie wir hier, dass vielleicht doch Wasserstoff nicht so überall verteilt werden sollte, wird und so. Egal, ist für jemanden, der an diese Sache glaubt, gutes Invest. Ich bin nicht investiert. Ich habe meine Alternativen. Und jetzt möchte ich eigentlich mal kurz einen Schnitt machen. Genau, ja. Warte, also wir gehen ja, es geht um Energiespeicherung. Gehen wir nochmal hier in diesen Chart rein. In die Speicherung von Energie, und dann sind natürlich die Batterien das wichtigste Vehikel in meinen Augen, kostengünstig, platzsparend, ja, effizient. Das Lithium muss halt gewonnen werden, das wird aber wieder recycelt. Lithium gibt es überall, es gibt grünes Lithium sogar mittlerweile, man braucht auch kein Kobalt mittlerweile mehr, die Batterieforschung geht immer weiter. Ja,
Also ich bin für Batteriespeicherung und wo es nicht geht, dann natürlich mit Wasserstoff. So ungefähr, könnt ihr mich ungefähr mir folgen. Ne? Und welche Aktie, jetzt muss ich aber nochmal kurz einen Schnitt machen. Ich schiebe euch einfach mal rein, diese Aktie hier. Von Corta Consas ist das übrigens. Die Warta AG. Auch schon mal erwähnt worden bei mir in einem Video, dass ich die habe, ist eine kleine Geschichte dahinter. Warta ist, es hätte den Einjahreschart, es gibt noch einen Dreijahreschart, also ihr seht jahrelang nichts. Und unter dem Video hat auch jemand geschrieben von euch, Warta, was ist denn das? Ist doch so eine alte, so die machen doch diese Zellen da. Machen sie auch natürlich, so kennt man sie. Aber die machen vor allem die kleinen Akkus für die Hörgeräte, die ist ein wachsender Markt ist. Und jetzt auch, das ist jetzt offiziell von den AirPods hier, die Tippex in dem Ohr. Da machen die Akkus, die hier geladen werden in den Cases, ist von Warta. Riesen Wachstumsmarkt. Und ich hatte die damals mal gekauft, mit 25, 26, 28 Euro, einen kleinen Teil und dann nochmal nachgekauft, aber dann auch wieder verkauft, nachdem sie sich verdoppelt haben, so ungefähr hier. Und in der Zeit haben sie sich nochmal verdoppelt. Ne? Also Wahnsinn, was dieses Jahr mit der Warta AG passiert ist. Und das ist einfach und allein dieses hier plus das Konsortium, was jetzt gebildet wird für Batterieforschung, wo jetzt sehr viel EU-Geld da reinfließen, ist die Warta mit dabei. Also ich denke mal, jetzt müsste man ein bisschen wieder abwarten, bis es runtergesetzt hat. Ich habe jetzt nur nachgekauft bei 100 Euro rum, um einfach dabei zu sein, eine kleine Position. Ich weiß nicht, ob man das vorhin sogar gesehen hat in dem Chart. Genau, hat man vorhin gesehen, aber gesagt, ich erzähle später mehr darüber, dass die Warta, kleine Position. Für mich ist das die Energiespeicherfirma, die deutsche. Keine Empfehlung für euch, nicht kaufen, nur selber analysieren und selber Entscheidungen treffen. Ne? Ich muss ab und zu mal sagen, nicht, dass ich hier Probleme kriege. So ist das. Und welche Aktie ist denn dann noch? Könnt ihr dreimal raten. Dann schauen wir doch mal kurz auf Tesla. Ja. So. In Tesla habe ich schon in diesem Kanal viel behandelt. Wie gesagt, das Video ist schon verlinkt mit dem Jonathan. Das Tal der Tränen haben wir durchschritten in diesem Jahr. Ich auch. Ich bin mehrmals eingestiegen, wieder ausgestiegen bei Tesla. Mittlerweile, ich hatte hier bei 164 Euro, wir sind hier im Euro-Raum, ja, Euro, hatte ich mal die Aktie wieder gekauft gehabt, aber ich bin dann irgendwo mal wieder ausgestiegen gewesen, weil ich gesagt habe, aha, nein, und dann die Wirtschaft und alles scheiße. Also ich war mal sehr unsicher, aber jetzt haben wir diesen Kanal hier verlassen. Machen wir mal die 3-Jahres-Chart, sieht man das so ein bisschen? Das war eher dieser seitwärtsgerichtete Kanal. Wir sind hier oben ein bisschen rausgestoßen über die 320 Euro. 321 Euro waren wir hier hoch, ja. Da sind wir raus und jetzt denke ich, es ist der Weg nach oben frei. Und was gibt es denn eine bessere Firma für Energiespeicher als Tesla? Lassen wir mal die Autos außen vor. Ja, was die bauen mit Batterien, ist unglaublich. Jetzt in Brandenburg kommt eine Riesenfabrik hin und die sind über dem Berg. Also wenn man auf Batteriespeicher setzt, meine ich, es gibt keine Alternative. BYD, chinesische Firma, wieder das ganze politische Zeug drin. Die sind Eigentümer ihrer eigenen Fabrik in Shanghai. Wer ist das denn überhaupt in China? Ja, das ist China, ja. Das ist Tesla, ja, niemand sonst. Keine Art. Überall reden die Leute mit. Ich habe mit einem Daimler-Mitarbeiter gesprochen vor einiger Zeit. Der hat gesagt, ja, wir machen viel in China, aber wir haben doppeltes Management dort. Ja, da ist einfach, wir Deutschen haben da das Management und das nochmal parallel die Chinesen auch nochmal selbe Management. Und da alle kriegen Geld, müssen gefüttert werden, der Apparatschik ist auch da. Mann, so kann man nichts entwickeln und Tesla ist da alleine auf der Welt. Geile Firma. Und dann über die Autos, gut, darüber rede ich jetzt nicht, wisst ihr Bescheid. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Gehen wir nochmal zurück zum Artikel vom Jonathan. Also der Bereich Speicherung, wie gesagt, ich habe ja mich genug ausgelassen zu dem Thema. Damit wären wir am Ende dieses ewig langen Videos. Und ich habe mal wieder mein Herz ausgeschüttet und euch nicht alles gezeigt, aber fast alles. Schreibt in die Kommentare rein. Was euch noch mehr interessiert, ich bin mal gespannt, kritisiert mich auch, sagt, okay, aber du bist doch wirklich auf dem falschen Dampfer oder das ist doch alles Quatsch, du musst dich konzentrieren auf 2-3 Aktien. Ja, habe ich mir jetzt auch gedacht, ja, wenn ich jetzt Anfang des Jahres einfach nur die Tesla gehalten hätte, durchgezogen hätte, die Warta, Apple und Bitcoin, dann bräuchte ich hier nicht über
viele andere Aktien philosophieren, weil alles ist 100% gestiegen. Mehr. Gut, das ist ja mal, die Glaskugel hat man nicht. Wie gesagt, meine Situation ist die, die ich beschrieben habe. Eure Situation ist anders, ihr analysiert für euch. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Impulse geben können mit diesem Video und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr noch nicht abonniert habt, die Glocke drückt und weiter fleißig mit dabei seid. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mali hat nicht geschnarcht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's mal gut. Ciao, ciao.